Ja, okay. Okay, ja, hallo. Ich bin Lukas, betreibe diesen Wikidata Facts Twitter-Account, wo ich seit einer Weile was mit Queries mache, verschiedene lustige Queries veröffentliche und deswegen mittlerweile auch etwas um so Sparkle weiß. Arbeite auch bei WMDE nebenher, also Wikimedia Deutschland, in der Softwareentwicklung. Das hier sind knallhart wiederverwendete Folien von dem Wikidata-Wahldaten-Workshop 2017, wer die erkennt, deswegen. Aber so viel werde ich die Folien eh nicht verwenden. Mal schauen, was jetzt passiert. Generell Fragen zu jeder Zeit stellen. Beim ersten Wikidata-Workshop ist passiert, dass ich mit ein paar Leuten im Publikum weggerannt bin und der Rest hat nichts mehr kapiert. Und seitdem habe ich tierisch Angst, dass es nochmal passiert. Also unterbrecht mich, wenn es zu sowas kommen sollte. Und was steht denn hier? Ah, ein paar Beispielqueries, das wäre auch ganz schön. Ja, um mal zu zeigen, was man machen kann. Das hier sind Dinge, die nach französischen Präsidenten benannt sind. Nein, dieser Tab hier und dieses Browserfenster. Das dauert jetzt hoffentlich alles nicht zu lang, hätte ich natürlich vorher sammeln sollen. Ja, die meisten Dinge, die nach französischen Präsidenten benannt sind, sind in Frankreich. Wir sehen hier auch, wer das jeweils ist. So viele Präsidenten gab es. Okay, das geht zurück bis Napoleon den Dritten, also offensichtlich nicht nur Präsidenten der Fünften Republik. Ja, was haben wir hier zum Beispiel? Ein Museum von, was ist Septennat? Spricht hier jemand Französisch? Okay. Dann ist es ein Museum von irgendwas von François Mitterrand. Wir können jetzt zum nächsten Beispiel weitergehen. Durchschnittliche Tragezeit von Gattungen nach Ordnung eingefärbt. Die Daten habe ich irgendwann mal selber kopiert, weil ich sie da haben wollte. Aber für den Maßstab haben wir da in der Mitte, das hier, der Kreis ist ungefähr so groß wie ein Jahr und das hier wären 6, 3 Monate, 1 Monat, 1 Woche. Und wir sehen zum Beispiel Schimpansen, nehme ich an. Ja, Schimpansen haben eine durchschnittliche Tragezeit von 225 Tagen und der Farbe können wir entnehmen, dass sie in derselben, was war es, Gattung oder Ordnung sind, was auch immer, wie einige von den anderen Arten, die wir hier sehen, wie zum Beispiel Orang-Utans und die Rehe und die Elafurus und viele andere Sachen sind auch in der gleichen Ordnung oder Gattung. Ist eine Weile her, dass ich die Query geschrieben habe, ich weiß es nicht mehr. Biologie war nicht meine Stärke. Aber das kann man zum Beispiel auch machen. Oder, oh, ich weiß nicht, ob die Query noch funktioniert. Cocktailrezepte. Richtig, die Query ist so lang, dass die Version mit Ergebnissen nicht mehr in den URL-Shortener gepasst hat. Deswegen muss ich hier erst runterscrollen und die Query ausführen. Und dann sehen wir da Cocktailrezepte. Zum Beispiel eine Bloody Mary besteht aus Selleriesalz, Tabasco-Soße, Pfeffer, 2,5, was ist ein Dash auf Deutsch? Prisen, glaube ich, 2,5 Prisen Worcestershire Sauce, 4,5 Zentiliter Wodka und so weiter. Serviert mit Sellerie und Zitrone in einem Highball-Glas. Und den ganzen Text kann man, wenn man will, sich auch aus Sparkle zusammenbasteln. Also da war irgendein Editor, der die ganzen Daten eintragen wollte und ich habe dann die Query dazu gebastelt und seitdem funktioniert offenbar immer noch. Früher wurde dann auch das ganze Rezept angezeigt, jetzt muss man irgendwie mit der Maus drüber gehen, das ist ein bisschen lästig. Und zu guter Letzt, früher meine Lieblingsquery, die häufigsten Todesursachen adliger Personen. Weiß nicht, warum ich da nicht aufs Ergebnis verlinkt habe. Im Einsatz getötet, Kindbettfieber, Enthauptung, großes Berufsrisiko für Adlige. Krankheiten im Allgemeinen und bestimmte Krankheiten im Besonderen auch. Und Sturz vom Pferd, das war früher mal Platz 7, ist jetzt, was ist es, Platz 12 oder so, immer noch ziemlich weit oben, finde ich auch sehr lustig. Ja, ertrinken passiert auch oft. Hängen, Erschießung und Schusswunde sind unterschiedliche Sachen. Ja, aber da kommt es schon in komische Bereiche. Ödem, ui. Oh, Geburt. Aber ich nehme an, das ist Geburt der Mutter, Tod der Mutter bei der Geburt des Kindes und nicht Geburt eines oder einer Adligen gleich, Tod eines oder einer Adligen gleich bei der Geburt. Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Vergiftung. Ja, ganz nette Sachen, hören wir lieber auf damit. Guillotine. Okay. Was habe ich denn auf den Folien? Also, es ist jetzt quasi, wie hieß es vorhin, PowerPoint. Karaoke mit meinen eigenen Folien, die ich aber längst vergessen habe. Genau.
Oh ja, und die ganzen Screenshots sind mittlerweile auch veraltet. Das Interface sieht auch anders aus. Aber der einfachste Weg, um eine Query zu basteln, ist mit einem von den Beispielen anzufangen. Da gibt es eine ganz, ganz lange Liste. Wenn wir auf query.wikidata.org gehen, dann ist hier oben dieser Knopf mit den Beispielen. Oder hier links, ich glaube, der Knopf macht das Gleiche. Wir haben den zweimal aus Gründen. Und da sind jetzt ganz viele Beispiele von einfachen, wie zum Beispiel Liste aller Katzen, bis zu ganz komplizierten Sachen wie Orte, die im Kontinent Antarktis liegen angeblich, aber die mehr als 300 Kilometer nördlich, 3000 Kilometer nördlich des Südpols sind, was dann ein bisschen suspekt ist. Und man kann im Prinzip immer eine von diesen Beispiel-Queries nehmen und anpassen. Aha, das hier soll angeblich in der Antarktis sein. Ja, okay, Norwegen hat wahrscheinlich Territorium in der Antarktis, okay. Ja, ich nehme es zurück. Auf jeden Fall, darum soll es ja gar nicht gehen, sondern darum, dass man hier die Query anpassen könnte. Ich könnte jetzt hier, okay, ist kein gutes Beispiel, wenn ich hier einen anderen Kontinent einsetze, dann ist es, macht es keinen Sinn, den Abstand vom Südpol zu berechnen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Die erste Beispiel-Query zum Beispiel, das mit den Katzen. Hier kriege ich eine Liste von Katzen. Da gibt es, wie viel waren es? 128 Stück. Und wenn ich eine Liste von Hunden haben wollte, das hier ist per Default angezeigt, war bloß bei mir nicht da. Dann könnte ich das hier ändern von ist eine Hauskatze zu Haushund. Und dann würde ich hier unten eine Liste von Hunden kriegen. Da haben wir sogar 360 Stück mit Leica. Und genau das ist der Grund, warum es nicht das Query-Beispiel ist, weil Hitlers Hündin da das dritte Ergebnis ist. Dankeschön. Aber ihr könnt euch hier beliebige Tiere eben aussuchen und dann habt ihr die Query, die ihr braucht. Basierend auf dem Beispiel, ja? Ich glaube nicht, nein. Also mein Standardweg, um sowas rauszufinden, ist dann zu einem Datenobjekt zu gehen, wo ich erwarte, dass diese Daten vorhanden sind und dann zu schauen, wie ist es dort modelliert. Also dann würde ich zu irgendeiner Person gehen, die eine Schwester hat und schauen, wie diese Schwester eingetragen ist. Beziehungsweise nach dem Namen der Schwester suchen auf dem Wikidata-Objekt und dann schauen, was ist die zugehörige Property. Aber man kann auch, ich glaube, wenn ich hier nach Schwester suchen würde, dann müsste ich die richtige Property finden. Genau, auch wenn es, ich glaube, wir hatten früher eine Property Schwester und Bruder getrennt und das wurde dann gemerged in dieses generelle Geschwister. Aber ich kann immer noch nach Schwester suchen und dann diese Property finden. Aber das geht teilweise auch. Ja, und ja, wie gesagt, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Beispiele, sicher Hunderte. Könnten sogar Tausende sein, die Seite ist viel zu groß. Und die könnt ihr euch hier durchsuchen und auch, okay, die Tag Cloud ist gerade sehr kaputt, aber ihr könnt auch hier suchen. Wenn ihr irgendwas mit einer Karte haben wollt, dann sucht ihr nach Map und dann kriegt ihr alle möglichen Queries, die mit Karten zu tun haben, zum Beispiel Orte mit kostenlosen WLAN. Ist das Verschwörhaus eigentlich mit eingetragen? Ist das hier? Das ist der Marktplatz von Kleinfeld. Wo liegt Ulm? Da liegt Ulm. Da ist kein Punkt bis jetzt. Aber eigentlich, ja, man braucht Zugangsdaten, aber zählt eigentlich schon als kostenloses WLAN das Verschwörhaus, oder? Weiß nicht. Darf jemand eintragen? Man könnte jetzt dann bei einem von diesen Objekten nachschauen, zum Beispiel Regensburg Hauptbahnhof, wie das eigentlich eingetragen ist, dass ein Ort freies WLAN hat. Das ist in dem Fall, ja, das ist tatsächlich eine eigene Eigenschaft WLAN und der Wert ist dann gratis oder ich glaube, der Wert kann auch kostenpflichtig oder irgendwas anderes sein. Was habe ich denn als nächstes auf den Folien?
Ja, Screenshots zu, wie man was beispielsweise. Oh ja, so sah der Abfragehelfer früher aus, das ist ganz schlimm. Und mittlerweile ist der halt hier auf der linken Seite und nimmt ein bisschen mehr Platz ein. Ja, okay, als nächstes kommen wir offenbar direkt zum Sparkle. Gibt es denn vorher noch irgendwelche anderen Fragen? Weiß nicht, wir streamen auch ins Internet, aber ich habe mir jetzt nicht überlegt, wie wir Fragen aus dem Internet entgegennehmen sollen. Wir haben keinen Signal Angle hier. Also, sorry, Livestream. Ich check jetzt nicht meine Twitter-Notifications live. Ja, okay, dann gehen wir mal weiter zu Sparkle. Das ist der Teil, den wir hier rechts sehen. Das ist quasi der tatsächliche Code, der ausgeführt wird. Und wenn wir hier links die Abfrage bearbeiten, zum Beispiel WLAN von gratis zu kostenpflichtig oder, oh, EduRoam, okay, zu EduRoam ändern, dann wird hier rechts die Query auch entsprechend angepasst, indem jetzt hier ein anderer Wert erscheint, nämlich EduRoam. Ein Ergebnis, im Ernst. Nämlich die Dänemarks Technische Universität, okay. Und sonst hat wurde nirgends EduRoam eingetragen. Könnte man mal ändern, ja. Weiß nicht, veröffentlicht EduRoam eine Liste und ist die Liste dann CC0? Weiß nicht. Aber Datenimport ist ja sowieso nicht dieser Vortrag, das ist ja quasi das Gegenteil. Wir holen die Daten raus. Ja, und das ist so ganz vage wie SQL. Also es fängt an mit Select und dann sagt man, was man auswählt. Und dann gibt es auch noch ein Wort Where. Und danach hört die Analogie komplett auf. Und ich höre immer von anderen, die sich mehr mit SQL auskennen, dass sie es das alles entlernen müssen. Ich konnte nie besonders gut SQL, bei mir war es weniger das Problem. Wer hat denn hier gute SQL-Kenntnisse, oder? Okay, schon einige. Ja. Sorry. Vielleicht wird es für den Rest jetzt besser. Ja, was hier in der Mitte steht, ist praktisch der Teil, mit dem wir den Wikidata-Graph abfragen, was eben der Unterschied ist, dass wir nicht wie in SQL verschiedene Tabellen haben, sondern in Wikidata ist es, liegen die ganzen Daten in einem großen Graph und wir beschreiben hier quasi Muster, die wir in diesem Graph suchen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich überhaupt noch zu den Folien zurückgehen soll oder sie einfach ignorieren soll. Ja, das ist schon noch nützlich, schätze ich. Ja? Du meinst auf den Folien, oder? Auf dem, genau, nein, auf dem. Also hier. Die besteht automatisch, weil dieser Label-Service hier, den ich später nochmal genauer erkläre, aber du kannst ihm besonders sagen, ich hätte gerne das Label in einer bestimmten Variable, aber wenn du es nicht tust, dann hängt da automatisch Label dran. Ja, Variablen generell fangen in Sparkle mit einem Fragezeichen an. Dann kann man hier sehen, Item ist eine Variable, Item-Label ist theoretisch, soweit in Sparkle selber der Fall ist, eine komplett unabhängige Variable und da sind noch weitere Variablen. Und genau, ja, dazwischen haben wir ADF. Jetzt habe ich da wahrscheinlich eine ganze ADF-Einführung drin, oder? Ja, will ich die noch haben? Seit 2017 habe ich das auch manchmal neu überlegt. Ach ja, probieren wir es. Also, worauf die Folien hier hinaus wollen, ist, dass das Wikidata-Datenmodell schon ziemlich generell ist, um die Welt abzubilden, aber auch noch relativ komplex. Man hat diese lange Liste da, die ich jetzt nicht vorlese und die in dem Bild hier auch abgebildet ist. Das soll hier einfach nur mal verwirrend aussehen. Und der Query Service arbeitet eben nicht direkt auf diesem Datenmodell, sondern das ist basiert auf einer älteren Technologie namens RDF. Wir exportieren eben die Wikidata-Daten in dieses Format und dann können wir den Query-Service darauf anwenden und dann haben wir halt schon ganz viel Software, die mit RDF allgemein umgehen kann und dann kriegen wir es praktisch automatisch auch Unterstützung für Wikidata dadurch. Und in RDF sind Daten sehr einfach abgelegt, nämlich es gibt nur Subjekt, Prädikat, Objekt, solche Triple. Ja, zum Beispiel Ulm ist eine Stadt, dabei ist Ulm das Subjekt, ist ein oder ist eine ist das Prädikat und Stadt ist das Objekt. Und besonders wenn es um Wikidata Properties geht, wird das Verb,
oft nicht mitgesagt und man muss es dann halt lesen, nicht Deutschland Hauptstadt Berlin, sondern Deutschland hat die Hauptstadt Berlin oder Berlin ist Hauptstadt von Deutschland, muss man dann ein bisschen ergänzen. Oder Ada Lovelace hat das Arbeitsgebiet Informatik und so werden die ganzen Daten in ADF präsentiert und das bildet dann praktisch einen Graphen. Wenn ich das gleiche Ulm, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber wenn ich zwei Aussagen über Ulm hätte und das wäre zweimal das gleiche Ulm auf der linken Seite, sagen wir, Ulm ist eine Stadt und Ulm hat Einwohner, wie viele Einwohner hat Ulm, weiß nicht, 120.000, dann wäre das beide Mal das gleiche Ulm, dann könnte ich quasi sagen, das wäre ein Graph, wo Ulm in der Mitte sitzt und dann gibt es einmal einen Pfeil zu Stadt, der beschriftet ist eine und dann gibt es noch einen Pfeil zu 120.000 und der ist beschriftet mit Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob ich so einen Graphen tatsächlich hier auf den Folien habe, ich glaube nicht. Ah doch, naja, ein Graphen mit genau einem Drittel. Also in Wikidata sieht die Aussage so aus, Ada Lovelace hat das Arbeitsgebiet Informatik. Und da könnten jetzt noch Fundstellen stehen und der Rang könnte hier anders sein, da könnten Qualifier drunter sein und in ADF ist es nur diese drei Stücke und zwar, damit es sprachunabhängig ist, steht dann in Wirklichkeit nicht Ada Lovelace, sondern WD:Q7259. Q7259 ist die Wikidata-ID von Ada Lovelace, steht hier. Q21.198 ist die ID von der Informatik, das sieht man hier jetzt im Screenshot nicht, müsst ihr mir einfach glauben. Und P101 ist die Property-ID von dieser Eigenschaft Arbeitsgebiet. Und vor den beiden Objekten steht WD davor für Wikidata. Und vor der Property steht was leicht anderes, denn die Aussage, es geht hier ja nicht direkt um die Property als eigenes Datenobjekt an sich, sondern darum, wie sie diese beiden Objekte verknüpft. Deswegen ist es hier ein anderes Präfix, nämlich WDT. Ich glaube, wofür das T steht, sehen wir dann später. Aber ich könnte auch zum Beispiel Aussagen auf der Property haben. Dann würde da links stehen, da könnte zum Beispiel stehen, dass Arbeitsgebiet ist eine Property über Personen. Und dann wäre links WD:P101, weil es diesmal tatsächlich um die Property selber geht und nicht um ihre Verbindung zu irgendwas. Und dann der Rest der Aussage. Ja, ich glaube, ich mache das gerade nicht besonders gut. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich glaube, wenn Fragen kommen, wird es besser. Aber im Grund war die Aussage gerade, immer wenn ich nicht rede, dann ist es gut. Aber ja, da hinten ist die Frage. Ja. Beinahe. Ja, fürs Erste, jetzt ist es das Gleiche, denke ich. Ja. Ja, im Prinzip, es kann mehrere Arten von Prädikaten geben. Ich glaube, wir könnten nachher auch noch mehr sehen, aber hauptsächlich Property, ja, ist mehr oder weniger das Gleiche. Ja, noch eine Frage. Es ist fast eine laufende Nummer. Am Anfang wurden ein paar gesondert vergeben. Q42 ist Douglas Adams und Q1337 ist Lead und Q80 ist Tim Berners-Lee und noch ein paar andere Späße. Was war es? Q12345 ist Universum, Leben, Tod, nee, Universum, Erde, Leben, Tod und Mensch. Und Q1 bis 4 brauchst du nie, aber Q5, dass das Mensch ist und leicht zu merken, ist schon manchmal praktisch. Ja, es gibt so ein paar Easter Egg Item-IDs und der Rest ist einfach fortlaufende Nummer, ja. Und bei den Lexemen, die wir vielleicht morgen kennenlernen, weiß nicht, ist es im Prinzip auch so. Ja, genau. Wikidata hat 2012 angefangen, aber Q2012 war schon reserviert für, was ist der Maya-Kalender? Ich glaube, der Maya-Kalender, ja. Okay. Ich weiß es nicht, damals war ich noch nicht dabei. Ich kann sagen, die Planung der Easter Eggs für die Lexeme hat einiges an Zeit in Anspruch genommen. So schön viel Bike-Shedding, ja. Ja, aber genau, Item-IDs, Property-IDs auch fortlaufen. Das heißt, man kann dann abschätzen, auch ungefähr, wie alt die sind. Ja. Nein. Also du kannst schauen,
welche Items von der IP-Adresse 127.0.0.1 angelegt werden. Dann siehst du die Easter Eggs. Ich glaube, wir haben keine Seite, wo die explizit dokumentiert sind oder so. Ja. Aber wir haben jetzt aber auch nicht die History umgeschrieben. Also. Also im Config Repository wurden die letztes Jahr erst oder so gelöscht aus der Blacklist. Die waren da ewig lang drin. Weiß nicht. Aber in den Contributions konnte man immer schon finden. Und das habe ich auch allein rausgefunden, dass das bei der IP-Adresse ist. Ja, jetzt ist es im Internet. Hallo Stream. Noch irgendwelche Fragen oder schaue ich mal, was die nächste Folie auf sich hat. Ja, genau. Um aus dem Triple, das wir gerade gesehen haben, eine Query zu machen. Ich kann mal die Query hier nehmen und alles löschen. Und ich glaube, da gibt es sogar eine Vorlage. Select, genau, select Sternchen where. Und da trage ich dann das Triple ein. Zum Beispiel, kriege ich das da jetzt copy-pasted? Nee, kriege ich nicht. Kriege ich das hier copy-pasted? Wir sind mittlerweile natürlich auch in einer völlig anderen Folie. So. Wir sehen dann gleich auch, warum man nicht immer copy-pasten muss, aber erstmal wollen wir hier genau das gleiche stehen haben. So, wenn ich das jetzt mache, was kommt dann raus? Oh, null Ergebnisse. Da hat sich wohl was in den Daten geändert, seit wann auch immer das war, 2017. Schauen wir mal das Wikidata-Item für Ada Lovelace an. Was steht da mittlerweile? Das ist immer noch das gleiche. Steht da ein Arbeitsgebiet? Ist es eigentlich groß genug, um das hinten noch zu lesen oder soll ich es noch größer machen? Okay. Geschwister, Ehepartner, Tätigkeit. Nee, aber wir haben nach Arbeitsgebiet gesucht. Da ist das Arbeitsgebiet. Mathematik und Computing. Was ist Computing? Ist das was anderes als Informatik? Das ist... Okay. What? Ist eine Unterklasse von ist eine? Nein. Okay, das. Aber das korrigieren wir jetzt nicht. Okay, dann passen wir das an. Ich kopiere hier kurz diese ID und ersetze das hier. So, jetzt kriegen wir nämlich ein Ergebnis. Es ist. Und wir sollten das auch als Tabelle anzeigen lassen. Wir kriegen ein Ergebnis, es ist ein völlig leeres Ergebnis, aber es ist ein Ergebnis, das heißt, dieses Triple, was wir hier jetzt stehen haben, existiert auch so quasi in der Datenbank, nachdem ich es bearbeitet habe. Vorher gab es eben kein Ergebnis, weil das Triple nicht bestand. Also das wäre jetzt erstmal nur die Möglichkeit zu fragen, stimmen die Daten oder nicht. Aber wenn ich die Daten rauskriegen will und nicht von vornherein weiß, dann kann ich den Wert hier, ich kopiere das mal kurz, dann kann ich den Wert hier durch eine Variable ersetzen, nenne ich mal, ich bin faul, x, und dann kriege ich im Ergebnis auch eine Variable x zurück und das sind die zwei Tätigkeiten, die auf diesem Datenobjekt abgelegt sind, nämlich, wenn ich die hier aufmache, einmal Mathematik und einmal eben dieses komische, kaputte Computing-Item, wo dieses Statement zumindest überhaupt nicht stimmt. Und ich kann das aber auch umgekehrt machen. Ich kommentiere jetzt das mal aus. Raute macht einen Kommentar. Und ich kann auch suchen nach allen Datenobjekten, die als Arbeitsgebiet Computing haben. Ich kann auch hier, nennen wir es mal Item. Und dann kommen jetzt 150 Ergebnisse raus, also 150 andere Datenobjekte, die auch diese Tätigkeit haben. Ich suche also, man kann sich den Query-Service quasi vorstellen, so dass er eine lange Liste von diesen Trippeln hat und in Wirklichkeit hat er es noch irgendwie optimiert, aber das ignorieren wir mal, das kann uns egal sein und wir legen quasi mit so einem Trippel fest und mit so einer Zeile fest, ich hätte gerne alle Trippel, wo der zweite Eintrag dieses P101 Arbeitsgebiet ist und wo der dritte Eintrag dieses Computing ist. Und für alle solchen Triple, die es gibt, gib mir bitte, was auch immer in der ersten Position steht, nämlich dieses Item.
Oder bei dem hier oben suche ich eben alle Triple, wo der erste und der zweite Wert passt und hätte gerne den Wert in der dritten Spalte quasi. Und das kann ich dann auch kombinieren, zum Beispiel indem ich sage, ich hätte, jetzt sind wir wieder bei allen Personen mit Arbeitsgebiet Computing und jetzt hätte ich gerne noch von dieser Person, sagen wir mal, P21 wäre zum Beispiel das Geschlecht, das lege ich jetzt mal ab unter Geschlecht, einhändiges Tippen. Und jetzt, jetzt suchen wir nach allen Möglichkeiten, diese, also quasi, wir fangen mit der oberen Zeile an und suchen alle Items, bei denen die eben dieses Arbeitsgebiet haben. Und dann suchen wir von diesen Items das Geschlecht, beziehungsweise wir suchen alle Triple, wo an der ersten Stelle dieses Item ist, das wir jetzt haben, und an der zweiten Stelle steht die Eigenschaft Geschlecht und an der dritten Stelle steht irgendwas, das packen wir jetzt in unsere neue Variable und dann kriegen wir 9. Vorhin hatten wir noch deutlich mehr Personen. Heißt das, von den 150 Ergebnissen haben 141 kein Geschlecht? Ah ja, das würde, kommt drauf an, ob wie diese Property Arbeitsgebiet verwenden. Ja, da steht Institution. Okay, dann ist das eine gute Möglichkeit. War da noch eine Frage? Ja. Zu den Variablen. Das erste Mal ist quasi das Fragen und das zweite Mal ist quasi das eine dieser Variablen? Oder wie ist das verstehen? Man kann sich so denken, ja, letztlich, also ich könnte diese Abfrage auch, ich kann die zwei Zeilen auch vertauschen und ich behaupte, da kommt das Gleiche raus und es läuft auch gleich schnell, weil, ja. Weil der Query-Service in dem Fall gemerkt hat, wenn ich die zweite Zeile vor der ersten ausführe, dann wird das deutlich schneller und es kommen die gleichen Ergebnisse raus. Deswegen schadet es im Allgemeinen auch nicht, zum Beispiel zu fragen, ich hätte gerne alle Menschen, die deutsche Staatsbürger sind und die Beruf X haben und du musst dir nicht überlegen, welches davon wäre jetzt tatsächlich am effizientesten zuerst zu filtern, sondern die Entscheidung kannst du dem Query-Service überlassen. Und die Ergebnisse müssen eben in beiden Fällen die gleichen sein. Egal, ob ich jetzt anfange mit allem, was überhaupt ein Geschlecht hat und das einschränke auf Tätigkeit Computing oder andersrum. Und manchmal gibt es Queries, wo man diesen Optimizer ausschalten muss. Ja, und dann muss man auch tatsächlich Sachen in einer effizienten Reihenfolge angeben. Aber das kommt eigentlich mittlerweile selten vor. Früher war das noch häufiger. Man sieht in den Beispiel-Queries noch einige Queries, wo der Optimizer ausgeschaltet wird, was mittlerweile nicht mehr nötig wäre, aber in der Anfangszeit vom Query Service war der noch nicht so gut. Und manchmal musste man den überzeugen, nee, ich weiß schon, wie das am besten geht. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja. Ja. Gibt es auch, ja. Ich glaube, ich wäre nicht direkt darauf eingegangen, weil so oft braucht man es nicht, aber gibt es auch. Das sieht dann so aus, dass ich da geschweifte Klammern drumherum mache und dann schreibe Union und dann um das hier auch noch geschweifte Klammern. Und das lasse ich jetzt besser nicht laufen, weil da kommen viele Ergebnisse, aber so würde es gehen im Allgemeinen. Ja. Es gibt auch Leute, die schreiben, die formatieren die Queries nicht so, sondern die machen hier einen Punkt rein und machen da keinen Punkt und dann sieht es eher so aus, als wäre der Punkt quasi dieser Und-Operator. Aber mir ist es lieber, das zu denken als ein Satz, das heißt, Item hat Geschlecht, Geschlecht, Punkt und Item hat, was war es, Tätigkeit, nee, Arbeitsgebiet, Computing, Punkt. Ja. Mhm. Und der Wandel quasi verschiedene Sachen enthauptet, sonst irgendwas, also nur verschiedene Unterarten von quasi Arten, wie man zu Tode kommen kann. Ja. Ist dieses, in Anführungsstrichen, dieses Zusammenfassen zu sagen, also quasi gewaltsam zu Tode gekommen versus nicht gewaltsam zu Tode gekommen, ist das eine Art von Abfrage, die ich da auch mit verbinden kann? Also ohne, dass ich jetzt wissen muss, dass jemand tatsächlich enthauptet worden ist oder irgendwie so? Das kannst du machen, ja. Es geschieht nur nicht automatisch in der Query, aber du kannst deine Abfrage so schreiben,
dass solche Relationen auch berücksichtigt werden. Also zum Beispiel, wenn ich nach allen Ortschaften suche und mir soll jetzt egal sein, ob das Dörfer oder Städte oder Millionenstädte oder sonst was sind, dann kann ich suchen nach irgendwas, etwas, was irgendeine Unterklasse von Ortschaft erfüllt. Ja, ich glaube, das kommt auch gleich noch dran. Ich glaube, da kommen jetzt ein paar noch ganz nützliche Folien, dann würde ich mal weitergehen. Oh ja, Autovervollständigung ist sowieso auch ein guter Punkt. Wenn ich eben nicht ständig diese IDs kopieren will, kann ich stattdessen auch hier zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht Geschlecht auswendig gewusst hätte, könnte ich hier auch eintippen, GSC reicht vermutlich, und dann mit Steuerung Leertaste wird, dann sucht es automatisch auf Wikidata und ich kann mit dem Pfeiltasten aussuchen, was hätte ich gerne, und dann mit Enter auswählen und dann habe ich hier Geschlecht und wenn ich oder ich habe dann P21 und wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann sehe ich wieder, was es ist. Und für Leute, die Macs verwenden, da ist Steuerung Leertaste irgendwas anderes. Ich erinnere mich gerade nicht was. Es gibt auch eine andere Tastenkombination. Jahrelang haben sich Nutzer beklagt und irgendwann haben wir dann auch tatsächlich andere Tastenkombinationen eingeführt. Ist ein bisschen peinlich, dass es so lange gedauert hat. Ist noch peinlicher, dass ich hier nicht auswendig weiß. Es könnte Alt-Enter sein. Es gibt eine alternative Tastenkombination. Man findet sie irgendwann. Wird es angezeigt? Ja, ich glaube, es wird am Mac auch angezeigt, was man angeben soll. Okay, gut. Aber es gibt auf jeden Fall eine Alternative und wenn ihr sie nicht findet, dann sprecht mich an und ich finde es schon raus. Ja. Aber ist auf jeden Fall extrem nützlich und funktioniert natürlich nicht nur bei Properties, sondern auch bei Items, zum Beispiel hier C-O-M-P-U. Na gut, da muss ich noch ein bisschen weiter tippen, dass es nicht Computer ist, sondern Computing, genau. Oder solange diese Abfragehelfer noch hier ist, kann ich natürlich auch den verwenden. Ich habe den meistens ausgeschaltet, weil man sieht schon, der tanzt die ganze Zeit rum, wenn man an der Query was bearbeitet. Das wird dann irgendwann nervig. Und wenn die Query komplizierter ist, sowieso. Aber andererseits kann er auch sehr nützlich sein. Man kann hier die Query direkt bearbeiten oder, ja, oder auch einfach einen schnellen Überblick bekommen, statt dass ich über jede einzelne ID hier mit der Maus drüber fahren muss. Sehe ich da einfach auf einen Blick, was los ist. Control Space? Okay. Und Command Space ist dann vermutlich die andere. Genau, Command Space ist das, was man nicht verwenden kann. Okay. Ja. Nein, der hat Grenzen. Er unterstützt nicht viel mehr, was man hier sieht. Ja, ich glaube, er gibt nie auf. Er zeigt immer irgendwas an, wenn man eine Query hat, auch wenn das nicht vollständig repräsentiert wird. Und wenn man es dann bearbeitet, ich glaube, der behält meistens die Struktur bei, auch wenn man diese Query jetzt nicht vom Abfragehelfer allein produzieren könnte. Aber ja, man kann dann nicht alle Queries selber zusammenklicken. Okay, das war die Autovervollständigung. Ich glaube, jetzt kommt der Label-Service zuerst. Okay, haben wir vorhin schon gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nur das Item sehen will, sondern ich will auch wissen, welche Person ist das und was ist das hier eigentlich für ein Geschlecht, dann kann ich hier auswählen, nicht nur Item und Geschlecht, sondern auch Item-Label. Und da muss ich noch etwas hinzufügen zur Query, nämlich diesen Label-Service. Dazu nehme ich einfach SERV und dann Autovervollständigung und dann kommt der ganze Service da unten. Und das muss ich dann auch nicht copy-pasten. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann werden eben die Beschriftungen von den Items auch angezeigt. Zum Beispiel, oh, ich habe das Geschlecht-Label vergessen, das wäre vielleicht noch ganz nützlich. Und übrigens mit Steuerung Enter könnt ihr die Query direkt ausführen. Ja, das sind die. Okay, dieses Objekt hat offenbar keine Beschriftung in Deutsch oder Englisch, deswegen sehen wir hier noch die Item-ID. Aber sonst sehen wir hier jetzt genau die Beschriftung zusätzlich zu den Item-IDs. Oder wenn wir wollten, könnten wir auch das eine Variable komplett löschen und nur noch die Beschriftung anzeigen lassen.
normalerweise ist es sinnvoll, mindestens eine Item oder was auch immer Variable ohne Label drin zu behalten, damit ich hier draufklicken kann und dann direkt bei dem Item bin. Sonst muss ich erst die Suchfunktion verwenden. Aber für so andere Variablen wie Geschlecht oder wenn es jetzt der Geburtsort wäre oder irgendwas, reicht es meistens, nur das Label zu verwenden. Okay, ich rate nochmal. Kommt jetzt die Folie, die ich erwarte? Nein, immer noch nicht. Das hatten wir schon, ja. Aber würde jetzt so nicht mehr funktionieren, weil Ada Lovelace ist jetzt offenbar keine Informatikerin mehr, laut Wikidata. Das haben wir auch schon, nur mit Geschlecht statt Geburtsdatum. Genau. Ich habe ja schon gesagt, dass es quasi dass man sich das wie einen Satz vorstellen kann. Und man kann auch, statt den Satz mit einem Punkt abzuschließen, kann man ihn, Moment, ich vertausche das nochmal kurz, damit es mehr Sinn macht. Man kann ihn auch fortsetzen mit einem Semikolon. Und jetzt müsste ich mich bloß erinnern, wo ein Semikolon liegt bei meinem Keyboard-Layout. Da liegt es. Muscle Memory, ich weiß es nur mit zwei Händen. Auf jeden Fall. Und jetzt kann ich das Item hier weglassen und mit Shift-Tab die Einrückung wieder korrigieren. Und das bedeutet jetzt genau das Gleiche wie das, was wir eben hatten. Es bedeutet immer noch, das Item sollte Arbeitsgebiet Computing haben und ich möchte ja gerne das Geschlecht wissen. Aber wenn ich das erste mit einem Semikolon statt einem Punkt abschließe, dann wird quasi das Subjekt, also die Variable Item hier wiederholt und ich kann einfach ein neues Prädikat und Objekt dranhängen. Und ähnlich kann ich auch mit einem Komma das abschließen und dann wird das Subjekt und das Prädikat wiederholt und ich muss nur noch ein weiteres Objekt dranhängen. Das ist aber nicht so oft nützlich. Aber so kann ich viele verschiedene Aussagen über das gleiche Subjekt aneinander hängen und es wird zum einen lesbarer, weil ich auf einen Blick sehe, da ist nur eine Menge Whitespace, das muss sich aufs gleiche Item beziehen und es wird auch einfacher zu schreiben. Ja, das macht also auch diese Queries sehr viel angenehmer. Ja. Wie viel Aggregation kann man in den Queries machen? So average, aufsummieren, solche Sachen? Funktioniert das oder eher nicht? Das gibt es, ja. Du kannst nach einigen Kriterien gruppieren und dann andere Spalten, du kannst den Durchschnitt nehmen, Minimum, Maximum, einen zufälligen Wert, du kannst die alle zusammenhängen, Summe und möglicherweise sogar Produkt gibt es, glaube ich, auch für numerische Werte. Und ich glaube, das könnte alles sein. Genau, das kannst du dir nicht hier links zusammenklicken, aber ja. Ja? Einheiten werden schwierig. Also, sie sind auf jeden Fall drin in dem Datensatz, aber wenn wir uns auf das beschränken, was wir bis jetzt gesehen haben, diese Art von Statements, dann kriegen wir sie nicht zurück. Dann sehen wir da, dann würden wir zum Beispiel sehen, die Höhe ist 900 und wir sind jetzt nicht, sind das 900 Meter oder Millimeter oder Fuß oder sowas. Es gibt eine Möglichkeit, die Einheit mitzubekommen und es gibt auch eine Möglichkeit, dass Einheiten gleich normalisiert werden, dass alle möglichen Längeneinheiten in Meter umgerechnet werden. Ja, vielleicht kommen wir dazu noch. Ja? Mhm. Ja, also du könntest die 6 Queries schreiben und mit Union aneinander hängen. Carsharing statt X, Bikesharing statt X und so weiter. Geht auch noch einfacher. Ja, ich glaube, das können wir gerade mal zusammenbasteln. Wir suchen dann quasi, ich mache mal einen neuen Tab auf. Wir suchen ein Item. Das soll sein, entweder eine Car-Sharing- oder Bike-Sharing-Station. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob es die in Wikidata gibt, einzelne. Dann sagen wir mal, ich suche, auch schwierig, Schulen? Schulen und Universitäten, ja, das klingt gut.
Ja, das heißt, es sollte, ich suche nach der Eigenschaft ist ein und dann sollte hier stehen, ja, sagen wir erstmal Schule und dann hätte ich noch eine zweite Aussage dafür, nämlich der Ort soll sein, nehmen wir mal Ulm. Und nehmen wir noch den Label-Service dazu, SER. Und dann muss ich das Item und das Item-Label aussuchen. Und jetzt kriege ich keine Ergebnisse, toll. Ich glaube, da muss ich suchen nicht nach Ort, sondern liegt in der Verwaltungseinheit. Ja, jetzt haben wir 3 Schulen, okay. Und wenn ich jetzt weitere mögliche Schulen haben wollte, Schulen in weiteren Orten oder Universitäten in diesen Orten haben wollte, dann könnte ich daraus eine Variable machen. Das kopiere ich mal kurz raus und nenne das stattdessen Variable Class und sage die Werte für diese Variable Class sollen sein entweder Schule oder Universität. Wie lange muss ich tippen, bis ich Universität kriege? Okay, so lange. Und jetzt, und das gleiche kann ich auch für die Städte machen. Nochmal so ein Values. Welche Stadt gibt es noch hier in der Gegend? Oder in welche Stadt können wir noch suchen? Weiß nicht, Stuttgart. Neu-Ulm. Den Vorschlag mag ich. Okay. Ulm, Neu-Ulm, da ist es. So. Jetzt haben wir 6 Ergebnisse, nämlich Hochschule für Gestaltung Ulm, Universität Ulm, Christoph-Probst-Realschule. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob da irgendwelche aus Neu-Ulm dabei sind. So, schauen wir mal bei dieser Realschule nach. Die liegt in Neu-Ulm. Ja, dann hat das funktioniert. Also mit diesem Values kann man festlegen, dass eine Variable einen von diesen bestimmten Werten haben soll und dann kann man diese Variable als Wert hier verwenden. Ja? Noch mal kurz weitergedacht, kann ich jetzt diese Values wieder auch nutzen, um dann nochmal geschaffene Abfragen zu stellen oder so? Also dass halt irgendwie, dass diese Listen, die ich da angebe, irgendwo dynamisch irgendwoher kommen? Das geht auch, wäre dann aber nicht mehr mit Values. Aber du kannst in geschweiften Klammern einfach eine neue Query schreiben, select irgendwas und dann wieder mit geschweiften Klammern schließen und dann werden die Ergebnisse von dieser Query praktisch in der äußeren Query verwendet. Was du da nicht machen kannst, ist in dieser inneren Query irgendwas aus der äußeren Query verwenden. Das geht strikt von innen nach außen. Also ich glaube, in SQL ist es anders. Da können Subqueries teilweise auch Sachen aus der äußeren Query verwenden. Das geht hier nicht. Oder? Nee, ist Quatsch, okay. Das ist auch vielleicht eine gute Gelegenheit, um was anderes anzusprechen, nämlich wir sehen jetzt hier, wir können auf das zurückkommen, was, ich glaube, es war deine Frage vorhin, wie wir denn Unterklassen mit reinkriegen. Da sind jetzt zum Beispiel, wir haben hier jetzt die Christoph-Probst-Realschule gekriegt, weil das eine Schule ist, aber eigentlich könnte man ja sagen, das ist eine Realschule und dann wäre das eine Unterklasse von Schule und dann würde es aber nicht mehr auftauchen in den Ergebnissen und um das reinzukriegen, müssen wir die Query ein bisschen anpassen und müssen hier sagen, ich glaube, ich schreibe es erst hin und erkläre es danach. So, P279 ist die Property Unterklasse von und was ich damit sage, ist praktisch, es soll nicht mehr. Aber generell lege ich damit einen Pfad fest. Bis jetzt war der Pfad immer nur Startpunkt und Endpunkt, hier sind Startpunkt und Endpunkt und dazwischen soll genau diese eine Verbindung sein. Und jetzt sage ich halt, vom Startpunkt ausgehend soll diese, ist eine Verbindung bestehen im Graphen und dann kann ich aber noch hinterher beliebig vielen Elementen Unterklasse von folgen. Und dann am Ende sollte ich bei dieser Variable
Class ankommen, was eben entweder Stadt, entweder Schule oder Universität ist. Das heißt, das könnte jetzt auch eine Instanz von einer Realschule sein und dann ist eine Realschule eine Unterklasse von einer Schule und da würde ich es immer noch finden und da können eben beliebig viele Elemente drin sein, das ist das, was dieser Stern bedeutet. Und außerdem könnte es ja auch sein, dass das Item nicht direkt in der Verwaltungseinheit Ulm liegt, sondern vielleicht, na gut, ich weiß jetzt nicht, ob Ulm noch irgendwelche Unterverwaltungseinheiten hat, aber wenn es Berlin wäre zum Beispiel, dann könnte es nicht direkt in Berlin liegen, sondern vielleicht auch in einem von den Stadtteilen von Berlin. Und dann würde ich hier hinschreiben wollen ein Plus, ich könnte auch ein Sternchen hinschreiben und dann sollte, dann bedeutet es auch, ich kann noch weiteren Elementen von diesem liegt in der Verwaltungseinheit folgen. Und dann könnte es auch liegen in einem hypothetischen Unterstadtteil von Ulm, der wiederum in der Verwaltungseinheit Ulm liegt. Und das würde dem folgen. Und ein Plus statt einem Sternchen möchte ich hier verwenden, weil mit einem Sternchen würde ich zulassen, dass das Item und City in Wirklichkeit dieselbe Variable sind. Und in dem Fall ist es nicht sinnvoll. Aber da oben ist es sinnvoll, dass wir sagen, nach dem P31, nach dem ist eine, kann auch direkt die Klasse Schule stehen. Aber unten macht es keinen Sinn zu sagen, dass ich überhaupt keinem von diesen Pfadelementen folgen muss. Da möchte ich mindestens eins haben und das bedeutet dann dieses Plus. Jetzt schauen wir mal, ob wir tatsächlich mehr Ergebnisse kriegen. Ja, wir kriegen 16, wow. Eine Hochschulbibliothek, ist das dann eine Unterklasse von einer staatlichen Universität? Moment. Nee. Also die Hochschulbibliothek sollte ja keine staatliche Universität sein. Sie ist ein Teil der Hochschule für angewandte Wissenschaft, Neu-Ulm. Und das ist eine, nein, das ist keine staatliche Universität, das ist eine Fachhochschule. Okay, ich bin verwirrt. Ja, also eigentlich kann es nicht sein, aber... Ja, also ich korrigiere das jetzt nicht. Aber ich bin mir halt nicht... Ja? Ja. Und die Frage ist jetzt, was ist so die grobe Idee, wie man quasi zumindest mal rausfindet, dass da Einträge sind, die Blödsinn enthalten? Da gibt es verschiedene Wege. Sehen wir hier einen davon? Ja, tatsächlich. Zum Beispiel dieses kleine Symbol hier hinten, das besagt, dass da irgendein Problem vorliegt, das automatisch erkannt werden konnte. In dem Fall ist das Problem diese Property ist eine, sollte nicht als Qualifikator verwendet werden, sondern nur als Hauptaussage, als Wert, so wie hier oben. Und deswegen, aber das ist jetzt keine besonders hilfreiche Meldung, aber es gibt auch andere Meldungen, zum Beispiel, wenn ein Objekt ein Geburtsdatum hat, dann sollte es einen von diesen bestimmten Typen haben. Aber es gibt einige Probleme, die so bemerkt werden sollten. Es gibt auch die Möglichkeit, Queries zu schreiben, nicht um irgendwelche interessanten Informationen zu finden, sondern um solche Probleme zu finden. Aber ich könnte jetzt auch eine Query schreiben für alle Items, die gleichzeitig Bibliotheken und Universitäten sind, jeweils mit Unterklassen. Und dann würde ich auch nicht nur dieses Problem hier finden, sondern auch andere Hochschulbibliotheken oder andere Items, die das gleiche Problem haben, weil vielleicht hat es ja jemand kollektiv falsch importiert und dann würde ich die ganzen Fehler auf einmal finden. Also es gibt auch... Es gibt auf Wikidata viele Wiki-Projekte, wo sich Leute zusammentun um ein Themengebiet und gerade die sammeln dann auch oft solche Maintenance-Queries, um Probleme zu finden. Und im Idealfall geht dann jemand regelmäßig drüber und korrigiert alle Fehler und dann gibt die Query null Ergebnisse zurück. Bis zum nächsten Mal. Gibt auch viele Maintenance-Queries, die da rumliegen und keiner macht was. Ja. Ja. Weil wenn ich, also wenn meine Intuition richtig ist, ist der Stern ja quasi null oder einmal wird das genutzt. Also quasi in dem Fall ist es ja irgendwie, das war eine Unterklasse von, also könnte direkt, was war die andere Stelle? Ist ein. Ist eine Schule oder ist eine Universität? Mhm.
Ja. Oder sowas. Oder halt direkt eine Schule. Und das Plus bedeutet quasi, also muss mindestens einmal da drin liegen. Oder halt. Ja. Der Pfad muss quasi eine Beziehung mindestens haben. Ja, also der Stern bedeutet nicht 0 oder einmal, der bedeutet 0 oder mehrmal. Und das Plus bedeutet ein oder mehrmal. Und dann gibt es noch Fragezeichen, das wäre dann tatsächlich 0 oder einmal. Das ist relativ selten nützlich. Aber das sind die drei gleichen Sachen wie in einem regulären Ausdruck. Weil die Semantik von dem Schrägstrich habe ich nicht so ganz. Der Schrägstrich trennt quasi, man kann das sich als Pfad vorstellen, dann ist es wie in Unix der Trenner zwischen mehreren Bestandteilen vom Pfad. Ich könnte es jetzt auch aufschlüsseln. Dazu mache ich zuerst mal das hier. Item. So, das ist jetzt genau das gleiche wie vorhin. Und ich könnte auch den Pfad hier trennen und sagen, sagen wir mal, Variable Unterstrich und dann der Unterstrich soll eine Unterklasse von Class sein. Und der Slash ist quasi genau das, bloß dass ich die Variable einspare. Wenn es Sinn macht. Genau. Und es gibt noch ein paar weitere Operatoren, die man eigentlich sehr selten braucht. Ich glaube, der noch nützlichste außer denen hier ist der Senkrechtstrich. Das bedeutet dann ein Oder. Ich könnte zum Beispiel suchen nach, wenn ich nach Vorfahren suche, könnte ich in dem Pfad, dann könnte ich als Pfad verwenden P22 oder WDT P25. Ups. Und das hier ist Quatsch, aber und darum würde ich dann noch ein Sternchen machen und das hier ist Vater oder Mutter und davon beliebig viele Elemente verfolgen und dann hätte ich, beziehungsweise wenn ich die vorfahren will, dann sollte es ein Plus sein, weil ich die Person selber nicht will. Aber das wäre dann ein Pfad für die Vorfahren einer Person. Und nein, weil das hier nur für den Pfad verfügbar ist und nicht für die Werte am Ende. Ich gehe nochmal auf die Folien zurück, auch wenn ich nicht glaube, dass da noch viel Nützliches kommt. Wir haben uns jetzt doch weit davon entfernt. Aha, sortieren. Wir haben jetzt halt ein Beispiel-Query, wo sortieren nicht so viel Sinn macht, dummerweise. Ich mache mal ein paar Sachen hier rückgängig. Jetzt haben wir hier noch, jetzt haben wir die Universitäten und Schulen in Ulm und Neu-Ulm. Wonach könnten wir die sortieren? Weiß nicht. Nehmen wir noch das Gründungsdatum hinzu. Das ist auf, weiß ich gar nicht, das deutsche Label, aber auf Englisch ist es Inception. Das ist die Gründung, Erstellung oder Entstehung. Und dann nennen wir es einfach mal Datum. Wählen das mit aus. Haben die überhaupt ein Datum? Warum ist das jetzt so langsam? Aha, weil der Optimizer hier doch ungünstig ist. Der Optimizer meint, da ist ein Stern drin und da ist ein Plus drin und das ist alles ineffizient. Da fange ich lieber mit dem hier unten an und suche mir alle Objekte, die irgendwie ein Gründungsdatum haben und dann filtere ich das, weil das andere ist ja sicher viel schlimmer. Und in dem Fall, ich weiß, in Wirklichkeit gibt es höchstens 10.000 Objekte, die in der Verwaltungseinheit Ulm oder Neu-Ulm liegen, rekursiv. Da müsste ich dem Optimizer sagen, fang doch damit an. Oder ich könnte, brechen wir das mal ab. Man kann Queries nicht abbrechen, das gibt es ein altes Ticket dafür, aber ist schwierig zu implementieren. Aber ja, wir haben halt 8 Backend-Server und das Cancel dann an den richtigen Backend-Server zu schicken, wäre schwierig. Aber ich glaube, in dem Fall könnte es jetzt tatsächlich helfen, den Optimizer auszumachen. Gibt es auch Auto-Completion dafür. Hint Query Optimizer None. Und dann möchte ich vielleicht das hier nach oben verschieben, dass wir zuerst suchen nach allen Items in diesen Städten und dann prüfen, sind es denn Schulen oder Universitäten. Und dann zu guter Letzt möchte ich das Datum haben. Und das ist jetzt hoffentlich schnell. Ja, okay. Und wir haben noch 13 Ergebnisse von den 16. Das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt kann ich das demonstrieren, was eigentlich auf den Folien war. Moment. Nämlich, um das zu sortieren, schreibe ich hinten hin
Order by, wenn ich es noch tippen kann. Und dann hier ein Variablenname, in dem Fall wäre Datum am sinnvollsten. Und, oh, 1200, ich hatte es gelesen, als 1924 zuerst, ja, das ist, Moment. Ist das sinnvoll? Das ist ja ein Gymnasium und keine Uni, aber eine Fundstelle dann, oh, aus der deutschsprachigen Wikipedia, also keine richtige Fundstelle, aber wir können ja mal auf der deutschsprachigen Wikipedia nachschauen. Da steht 1294, Mittelalter, die erste urkundliche Erwähnung einer Lateinschule, aus der später das heutige Humboldt-Gymnasium hervorgehen sollte. Tatsache, okay, nicht schlecht. Jetzt möchte ich fast eine Kübel schreiben für die ältesten Schulen überhaupt. Das ist ein guter Kandidat, finde ich. Ja, okay, dann stimmt das sogar möglicherweise. Da war noch eine Frage, ja. Ja. Ja, das geht. Dazu müssen wir es zuerst umschreiben, dass wir nicht mehr dieses Semikolon verwenden, sondern hier Item. Und dann machen wir es in einem Block und schreiben vor diesem Block, das soll bitte optional sein. Und dann müssten wir jetzt wieder 16 Ergebnisse kriegen, davon 13 mit Datum und 3 ohne. Und ob die ohne Datum ganz am Anfang oder am Ende sortiert werden, weiß ich nicht. Am Anfang, okay. Und man könnte jetzt sogar auch noch einen Default-Wert angeben, das ist aber ziemlich advanced. Nee, das möchte ich jetzt lieber nicht zeigen. Komm später auf mich zu, wenn es sein muss. Ich habe den Eindruck, da kommen gerade ziemlich viele Fragen von wieder ein paar Personen. Ich habe Angst, ich habe den Rest abgehängt. Aber solange keine Fragen vom Rest kommen, nehme ich weiter Fragen an hier. Bessere Daten eingeben, aber wenn es 1294 ist, dann werden wir da kein genaues Datum kriegen. Du kannst auch, geht in dieselbe Richtung wie, wenn du die Einheit haben willst, du kannst auch den vollen Wert kriegen, wo du dann weißt, was ist die Präzision in Wikidata, und basierend darauf kannst du dann dein eigenes String Formatting implementieren, ob ich jetzt nur das Jahr oder Jahr und Monat oder Jahr und Monat Tag anzeigen will. Aber per Default sieht man hier nur einen Wert und das ist eben ein Timestamp und wir wissen nicht, wie präzise der ist. Deswegen, ja. Das wäre aber ein mögliches nächstes Thema, sowieso hier darauf einzugehen, was das mit diesen vollständigen Statements auf sich hat. War da eine Frage vorhin, Lucy? Okay. Ich dachte, das war vielleicht eine Meldung. Ja, dann kann ich mal auf diese vollen Statements eingehen. Ja, ich ignoriere jetzt einfach, was auf den Folien noch kommt. Wenn wir nämlich zum Beispiel auch Qualifier haben wollten, was ist dafür jetzt ein gutes Beispiel? Gab es da nicht zufällig bei dem Humboldt-Gymnasium irgendeine Aussage mit Qualifiern? Das wäre natürlich geschickt. Nee, das wäre zu schön. Oh, die Universität Ulm ist zweimal drin. Ah ja, kann ich auch noch kurz erwähnen. Warum? Wahrscheinlich, weil... Genau, sie ist eine Universität und sie ist eine staatliche Universität. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Pfad, den wir da oben haben. Es soll eine Universität sein, es gibt zwei Möglichkeiten, den zu erfüllen. Und deswegen taucht die Universität auch zweimal im Ergebnis auf. Auch wenn letztlich wir zweimal das Gleiche sehen, können wir beheben, indem wir hier distinct dazu schreiben. Und dann sollten es jetzt 15 Ergebnisse sein. 14 sogar, da war noch was doppelt. Okay, danke. Normalerweise ein paar Sekunden bis ein paar Minuten. Ich sehe aber, dieses Icon hier ist gerade rot. Das heißt, wir sind im Moment 20 Minuten hinterher. Ui, das ist aber nicht gut. Ja, aber man sieht es in dem Icon hier. 20 Minuten ist schon ziemlich schlimm. Normalerweise sind es, weiß nicht,
unter 5 Minuten auf jeden Fall. Wobei man auch beachten muss, die Query-Ergebnisse werden 5 Minuten lang gecached. Aber wenn ich jetzt nochmal das ausführe, dann wird es nicht 2 Sekunden dauern, sondern ein paar Millisekunden, weil ich dann das gecachte Ergebnis zurückkriege. Und um das zu umgehen, kann ich einfach irgendwo ein Leerzeichen einfügen oder so. Das reicht schon, aber der Cache parst die Query nicht, der schaut sich einfach an, ist genau die gleiche Query und jetzt kriege ich neue Ergebnisse. Oh, auch wenn es diesmal deutlich schneller als 2 Sekunden ging. Aber das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Genau, ich wollte noch nach Qualifiern suchen bei der Universität Ulm. Oh, da ist ein Problem. Aha. Ja, das ist doch zum Beispiel gut. Anzahl der Lernenden, und zwar zum Zeitpunkt 2016. Wenn ich den Zeitpunkt haben wollte, wie würde ich das machen? Dann machen wir einen neuen Tab auf dafür. Ich fange an mit einer neuen Query und den Abfragehelfer mache ich jetzt mal weg. Der wird nun zu lästig. Und ich hätte gerne von der, ich glaube, da kopiere ich tatsächlich einfach die Item-ID. Es geht schneller, als es zu suchen. Da hätte ich gerne die Anzahl der Lernenden. Ja. Tippen wir mal weiter. So, Anzahl der Lernenden. Und das nenne ich jetzt mal Anzahl, weiß nicht. Und dann brauchen wir sicher wieder den Label Service. Und nennen das hier. Kein Label Service, weil wir haben ja die Universität hier nicht als Variable, sondern nur als Wert. Und dann kann ich auch kein Label angeben. Okay, dann haben wir erstmal nur die Anzahl. Und da habe ich halt die 10.747, aber ich habe nicht den Zeitpunkt. Und um den Zeitpunkt zu kriegen, muss ich ein bisschen einen Umweg gehen. Dann haben wir nämlich nicht mehr direkt dieses Triple von dem Item auf den Wert, sondern dann haben wir ein Triple von, ich kommentiere das mal aus und kopiere das hier. Dann haben wir ein Triple auf die Aussage selber, die ich jetzt in eine Variable Aussage verlege. Und dann kann ich, und dafür verwende ich jetzt nicht mehr das Präfix WDT, sondern P, steht für Property. Und dann kann ich von dieser Aussage wiederum mit einem anderen Präfix, nämlich PS, gleiche Property-ID, P2196, auf den Wert kommen, nämlich diese Anzahl. Und außerdem kann ich auch noch, mache ich mit dem Semikolon, kann ich mit PQ statt PS, kann ich nicht den Wert, sondern den Qualifier kriegen. Und das wäre in dem Fall, was wollten wir, den Zeitpunkt. Genau, und das nenne ich mal Zeitpunkt. Und machen wir wieder ein Sternchen draus, dann sehen wir mehr. Oh, ja, okay, jetzt sehen wir auch die Aussage selber, das ist ein bisschen kontraproduktiv. Aber wir sehen jetzt, dass die Universität zum Zeitpunkt 2016, beziehungsweise hier angezeigt als 1. Januar 2016, diese 10.747 Lernenden hatte. Und mit dieser vollständigen Repräsentation der Aussage kann man eben die Qualifier bekommen und man kann auch eine detaillierte Version von dem Wert bekommen, wo dann zum Beispiel auch die Einheit oder die Präzision von einem Zeitpunkt dabei wäre. Und so kann man auch an die Referenzen rankommen. Ich glaube, das kann eigentlich noch nicht Sinn machen, was ich hier gesagt habe. Da muss es eigentlich Fragen geben. Oder macht es Sinn, dass die Aussage hier praktisch zwischendurch eingeschoben wurde? Aber die Aussage selber hat hier unten einen komischen Identifier, der interessiert eigentlich nicht, aber das ist eben so ein Zwischenobjekt, das da eingeschoben wurde und dann können wir das als Subjekt für nicht nur den Wert der Aussage, sondern auch alle möglichen anderen Informationen, die wir brauchen, verwenden. Das ist quasi so ein Hack, um die restlichen Informationen da unterzubringen. Und da gibt es auch hier in der Hilfe, wo ist es, diese Hilfe,
gibt es auch eine Abbildung davon. Ist das groß genug zum Lesen? Ich schätze ja. Bis jetzt sind wir immer vom Item direkt zum Wert gegangen über dieses WDT. Und jetzt nehmen wir stattdessen den Umweg über P und dann PS. Beziehungsweise und mit PQ finden wir dann einen Qualifier. Und zu dem ganzen Rest kommen wir später oder überhaupt nicht. Es ist dann nochmal ein bisschen komplizierter. Aber wenn man den ganzen Rest hier ausblendet, dann macht vielleicht diese Dreieckstruktur ein bisschen Sinn, hoffe ich. Vielleicht habe ich es auch gerade nur schlimmer gemacht. Das findet man hier unter Hilfe ADF Datenmodell. Da ist dann das ganze Modell beschrieben und dieser Graph ist quasi die Kurzversion davon. Und das beschreibt dann, wie Aussagen aussehen, wie Quellen aussehen, wie detaillierte Werte für verschiedene Datentypen aussehen. Ja. Und ja, irgendwann merkt man sich dann auch, was P und PS und PQ ist, aber braucht man am Anfang schon, ja. Und das kann man auch noch abkürzen, wenn man für die Aussage keine Variable braucht. Das ist dann noch eine besondere Syntax. Ich kann das nämlich, also wie ich vorhin zwischen, wenn es nur, wenn wir den Zeitpunkt kurz ignorieren, dann hatten wir vorhin schon gesehen, wir könnten diese Variable ausschalten durch einen Slash, das wäre genau gleichbedeutend. Aber wenn wir den Zeitpunkt auch brauchen, dann geht es eben nicht, weil das soll sich eben nicht darauf beziehen, sondern auf diese Zwischenvariable hier. Und deswegen können wir es stattdessen ersetzen durch so ein Klammerkonstrukt. Und das machen wir dann am Ende zu. Und das ist jetzt genau gleichbedeutend wie das, was wir vorhin hatten mit der Variable Aussage, bloß dass wir der Variable keinen Namen mehr geben müssen, sondern das nur so schreiben. Das ist praktisch auch eine Kurzschreibweise dafür, um das einfacher zu machen. Wenn ich jetzt aber wollte, dass dieser Qualifier-Zeitpunkt nicht zwingend da sein muss, sondern dass der auch optional sein kann, dann muss ich wieder die Variable da einführen, weil ich kann hier nicht mit in dieses Konstrukt rein diesen Optional-Block schreiben. Sondern da bräuchte ich dann wieder diese Version. Und dann könnte ich das hier umschreiben zu, hier ist die Aussage, und dann könnte ich hier wieder einen Block drumrum legen. Mein Tippen und mein Sprechen ist ungefähr gleich schlecht, sieht man. Genau, und dann würde ich jetzt die Aussage sehen, egal ob der Zeitpunkt existiert oder nicht. Ich glaube, ich habe jetzt zu viele Sachen auf einmal gemacht. Gibt es wirklich keine Fragen gerade? Ja, sonst, ich weiß auch nicht, wie lange das hier gehen sollte. Ich könnte eigentlich noch beliebig weiterreden. Ich könnte schauen, was ich noch auf den Folien habe. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Order by hatten wir, Optional hatten wir angesprochen, wenn auch in einem völlig anderen Kontext. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, genau, es gibt hier, das ist das generelle Portal für Hilfe. Ich glaube, das ist auch hier verlinkt, wenn ich auf Hilfe klicke. Genau, dann komme ich auf dieses Portal, das ist sogar übersetzt, teilweise offenbar, 62%. Da gibt es verschiedene Ressourcen und Tutorials. Und es gibt, was eigentlich am wichtigsten ist, hätte ich am Anfang erwähnen sollen, bevor alle Leute wegrennen, es gibt eine Seite Request a Query, da könnt ihr auch eine Query anfragen, ohne selber Sparkle zu müssen, sondern ihr sagt nur, ich hätte gerne das hier und ihr beschreibt es so gut ihr könnt und irgendjemand anderes schreibt dann die Query für euch und das ist eigentlich viel besser, als mir hier ewig lang zuzuhören. Ich weiß gar nicht, wie lange es war. Ach Gott, ich habe über eine Stunde geredet, glaube ich. Ja, Frage. Okay. Ja, PSV zeigt auf den Wert quasi und das gibt es nur für manche Datentypen. Also zum Beispiel, wenn der Wert ein Item ist, dann gibt es dieses PSV überhaupt nicht.
Aber wenn der Wert eine Menge ist oder ein Zeitpunkt, dann kriegst du unter WDT oder PS kriegst du den einfachen Wert und das ist dann zum Beispiel nur die Zahl, wenn es eine Menge ist. Und unter PSV kriegst du dann stattdessen diese WDV-Node und von dort kommst du dann wieder mit Prädikaten wie Wikibase Quantity Amount und Wikibase Quantity Unit oder Wikibase Time Value und Wikibase Time Precision, kommst du dann sowohl zum Wert als auch zu verschiedenen anderen Informationen darüber, wie zum Beispiel zur Einheit oder zur Präzision. Das beantwortet auch ein bisschen die Frage, ob denn Properties und Prädikate das gleiche sind. Also wenn man dann so weit geht, dann sind eigentlich diese Sachen Wikibase Quantity Amount oder P.P123 oder WDT.P123, das sind alles verschiedene Prädikate und die meisten davon gehören zu Properties, so wie alles, was man hier sieht, aber einige davon dann eben auch nicht. Irgendwas wollte ich gerade doch sagen. Ja, wenn wir schon bei Mengen sind und wenn ich statt PSV PSN verwende, das N steht dann für Normalized, dann kriege ich auch einen Value Node, aber das ist dann nicht der originale Wert, sondern eben mit den Einheiten normalisiert. Das wären dann zum Beispiel nicht 6 Fuß, sondern 2 Meter oder was auch immer 6 Fuß sind, 2, noch was Meter. Okay. Genau, ja, habe ich jetzt vergessen. Das sind dann Quellen und davon kommt man dann mit PL oder PLV zu den Werten von den einzelnen Quellen. Ich wollte eigentlich noch nicht aufhören, aber ich habe mich jetzt offenbar in der Ecke geredet. Okay, dann war es das. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt auf mich zu. Und jetzt dürft ihr klatschen, sorry. Kam da gerade noch eine Frage? Ja? Okay, dann sind wir fertig. Tschüss, Stream.